ist ein Narr, der den Herzog und seine Entourage erheitern soll eigentlich. Er selber ist, wie wir heute sagen würden, ein Mensch mit Handicap, weil dieser Hof sehr ausschweifig und sehr machtgierig lebt, versucht sein Allerheiligstes, seine Tochter Gilda, vor dieser falschen Welt zu bewahren, indem er sie in den Vororten quasi wegschließt. In die Kirche sieht sie einen jungen Mann, in den sie sich verliebt. Der junge Mann ist eigentlich Duca, der Herzog von Mantua. Heimlich findet er Wege mit Hilfe der Gouvernante zu ihr. Der Hofstaat will sich an Rigoletto in seinem zynischen Umgang mit ihnen insofern rächen. Sie rauben Gilda, bringen sie dem Herzog und jetzt nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Sie ist eine Rebellin im besten Sinne und stirbt um den Mann, den sie liebt, vor einem anderen Mann, den sie liebt, zu retten. Rigoletto's curse motive comes in all sorts of different guises throughout the opera. We try to escape, but it always comes back. And then in the third act, we have the most incredible storm scene. Completely unusual, completely revolutionary, an extraordinary masterwork, and it's such a thrill, as always, to perform it with this incredible ensemble here at Stadttheater Klagenfurt, and above all with an orchestra that performs with such sensibility and beauty.